Welch seltene Ehre, Eure Hoheit. Ich brauche Informationen über die Regierung der Oberwelt, Geschichte und aktuelle Strukturen. Ah, für die Vertragsverhandlungen mit dem Hohen Rat. Ja, die Vertragsdiskussionen. Ich fürchte, unsere Quellen sind begrenzt. Superman war nie gewillt, etwas vom Innenleben seines Regimes preiszugeben. Sag mir, was du über die Ereignisse dieses Aufstiegs weißt. Eine vollständige Überprüfung sollte zu neuen Strategien für Verhandlungen führen. Es ist mir eine Ehre, Herr. Vor 5 Jahren hat der Verbrecher Joker Superman dazu gebracht, seine Frau und seinen ungeborenen Sohn zu töten und Metropolis zu zerstören. Von Trauer zerfressen tötete Superman den Joker. Ja, wir können uns noch alle gut an den Tag erinnern. Danach kannte er keine Gnade. Als Richter, Geschworene und Henker konnten er und andere Metamenschen die kriminellen Elemente schnell in die Schranken weisen. Dadurch wurde er sehr beliebt. Die Oberwelt hatte auf eine starke Führung gewartet. Superman konsolidierte seine Macht. Er schuf die Eine-Erde-Regierung. Demokratische Institutionen verschwanden. Herr, die Gesandten des Hohen Rates erwarten euch im Thronsaal. Blub, blub. Ich bin voll verwirrt, was die Zeitlinie gerade angeht. Oh Gott. Oh Mann. Flash, Shazam. Willkommen. Eure Hoheit, es ist eine Ehre, euch zu treffen. Als erste Bewohner der Oberwelt, die Atlantis betreten dürfen. Ja, wir haben wichtige Angelegenheiten zu besprechen. Den Vertrag. Den finalen Entwurf. Superman ist sehr erfreut, dass ihr seinen Vorschlägen zugestimmt habt. Darf ich? Superman. Der denkt auch, der denkt, was denkt er denn? Der King auf eine Erde oder was? Gibt es ein Problem, Eure Hoheit? Das bedeutet vollkommene Unterwerfung. Superman wird über Atlantis herrschen. Dem habt ihr zugestimmt. Das erwarten wir. Ihr droht mir? Seid vorsichtig. Wir haben unsere Aquaman Befehle. Erinnert mich ein bisschen an Captain Kirk. Richtet es Superman aus. Hä? Was? Ich hab gar nichts gedrückt. Wird Atlantis nicht bekommen. Oh nein, die Ruckler sind immer noch drin. Ich habe extra was umgestellt in den Grafikoptionen. Das ist trotzdem noch so. Hm. Da müssen wir leider bei den Aufnahmen damit leben. So wie es aussieht. Zumindest zu Beginn. Oder die ganze Zeit. Hallo! Jetzt ruckelt's. Warum ruckelt es jetzt denn die ganze Zeit? Das nervt ein bisschen. Zeitlupenkampf heute! Yeah! Mal jeden Move auch richtig mitbekommt. Wisst ihr was, Leute? Ich werde mal kurz einen Cut machen, werde mir die Einstellung nochmal anschauen. Mal gucken, vielleicht kriege ich das ja behoben. Bis gleich. Atlantis nicht bekommen. So, da bin ich wieder. Und bis jetzt habe ich keine Ruckler, wie ihr sehen könnt, zu Beginn. Ich habe jetzt Anti-Aliasing einfach mal von Multisampling runtergestellt auf High Quality. Das ist so eine eigene Einstellung vom Spiel. Ich glaube echt, dass irgendwie die Engine hier mit Anti-Aliasing und mit Fraps irgendwie Probleme macht. Warum auch immer. Aquaman! Bam! Hey! Meine ganze Einrichtung geht kaputt hier bei dem tollen Kampf. Ich kann mit dem natürlich gar nichts. Ach ja. Ich hab irgendwie so einen komischen Bonus, da sehe ich aus wie. Ja, keine Ahnung. Fischbonus. Anscheinend. Hey! Junge! Wie gesagt, der Schwierigkeitsgrad ist sehr einfach in der Story, muss ich sagen, aber ich bin einfach Mortal Kombat gewohnt. Naja, ich will euch ja auch die Story zeigen.
Wenn ich Challenge oder Skills zeigen will, dann spiele ich am Multiplayer oder irgendwelche anderen Geschichten. Was kann er denn noch? Nur das hier oder was? Okay. So! Party time! Hä? Ach so, hä? Wie? Das war jetzt schon der Special-Angriff oder was? War ja voll billig. Zur Hölle mit euren Befehlen. Bis jetzt haben wir noch keinen Doppelpack bekommen. Wie bei Mortal Kombat. Ich will mit Superman sprechen. Ihr sprecht nicht mit Superman. Ihr werdet tun, was ihr verlangt. Ihr werdet tun, was ihr versprochen habt. Ich hab gar nichts versprochen. So, ihr seht, am Anfang wieder keine Ruckler. Also anscheinend haben wir es in den Griff bekommen. Finde ich gut. Wobei ich sehe jetzt auch gar keinen Unterschied zu High Quality Anti-Aliasing oder halt dieses Super Special Anti-Aliasing. Ist irgendwie genau das gleiche. Von der Qualität. Oh Mann, was kann der denn noch? Kann der irgendwas in der Luft? Na? Nee, nee, nee. Ui, okay. Aquaman ist halt, ne? Aquaman halt. Was haben wir da groß dazu sagen? Die Moves sind auch, naja. Hab schon bessere Moves gesehen. Hey! Was jetzt? Ja, ihr seht schon, das ist wirklich extrem leicht. Nein! Aha, gekontert. Zack. Ja! Geht's noch? Wie krass ist das denn? Ach nö, jetzt fängt's schon wieder an. Was soll das denn? Hallo! Zack. Und. Nein. 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 Ja, jetzt geht auf einmal ab hier, oder was? Junge. Kind! Du Kind! Ah, ah. Und bam, Junge! Zack. Tschüss, Sam. Geh nach Hause. Ihr seid beide miese Diplomaten. Das ist der Herr. Also gut. Die Paralleldimension. Für wen arbeitest du, Thronräuber? Manta? Ocean Master? Ich bin der König von Atlantis. Ich höre auf niemanden. Im Gegensatz zu dir. Zügle deine Zunge. Würdest dein Königreich wie ein paar alte Stiefel hergeben? An einen Bewohner der Oberwelt? Der Vertrag verpflichtet Superman, die Ozeane zu erhalten und unsere Autonomie anzuerkennen. Die Armee muss unter seinem Befehl stehen. Ein notwendiger Kompromiss, wohl eher ein Zugeständnis. Das ermüdet mich. Ergreift ihn. Bam, Roundhouse. Sidekick! Yeah! Ja. Der abgeht, ey. Ninja Aqua Power hier. Eigentlich meine Hilfe anbieten. Aber das gilt nicht mehr. Nein, es fängt schon wieder an. Slow Motion. Oh Mann, ey. Oh, doch keine Slow Motion. Es ist besser, aber naja. Hallo? Ich kann doch meinen Dreizack werfen. Hallo? Jetzt geht's aber los hier langsam. Nachmacher, Nachmacher. Ja, wir gleich übertreibt. Um jetzt zu zeigen, wer hier der King ist, oder was? Ich zeig dir jetzt mal was, mein Freund. Oh, vorbei. Verdammt.
meine es ernst. So, langsam geht er ab, der Typ. Mächtiger Neptun. Was? Komm her. Einmal den Dreck wegkehren hier. Ach ja. Irgendwie mit dieser Parallelwelt. Ich bin gerade voll verwirrt. Ich habe gedacht, ich wäre in der normalen Welt. Jetzt war ich doch wieder in der Parallelwelt. Okay. Also wie gesagt, auf den Schultertasten kann man Gegenstände werfen oder halt auch ein Aquarium zerstören, was hinter einem steht. Habe ich gerade gemerkt. Was heißt Aquarium? Ich meine, die Außenhülle von... Was soll ich machen? Du sollst nachgeben. Also man muss in der richtigen Reihenfolge hier drücken, die Knöpfe, um dieses Duell zu gewinnen. Aber er hat es wieder mal gewonnen. Weil ich einfach zu lahm bin. Hä? Ah, okay. Hä? Komisch. Also RB hat eben aufgeblinkt, da habe ich das geklickt und dann, ist der aus dem Bild geflogen. Eben nach hinten, habt ihr ja gesehen. Komisch. Ich bin verwirrt. Vor allem mit dieser Parallelwelt bin ich voll durcheinander. Reden wir über eine neue Außenpolitik. Oh. Tötet ihn! Hä? Was? Was geht hier vor sich? Was jetzt? Wir schießen immer zuerst, was? Ich habe die Sache aber vielleicht ein bisschen angeheizt. Ares, was machst du hier? Ich brauche den Kampf und wäre fast verhungert. Ich spürte die Rückkehr der Aggression und suchte ihren Ursprung. Du hast mehr als das getan. Du hast uns hierher gebracht. Nein, aber ich kann mir denken, wer das war. Mein Feuer muss nicht angeheizt werden, Ares. Sag mir, wer es war. Du willst mir Befehle erteilen? Allerdings. Ja, du kriegst jetzt mal schön auf die Nase, ey, mein Freund. Ares. Witzfigur. Oh, Slow Motion, Hilfe! Ich konnte irgendwie vorhin... Ah ja, genau. Und Bam! Oh, vorbei. Schöne Kugel. Voll die Verschwendung. Allmächtiger Neptun. Und komm her. Also dieser Buff da mit diesem Wasser da, keine Ahnung, was das bringen soll. Hui. Schöner Thronsaal. Wehr dich doch mal, du Flasche, ey. Ist das schon alles? Okay. Ich sag ja nichts mehr. Krass. Und tschüss. Du bist schwach, Ares. Supermans Herrschaft hat beinahe alle Konflikte gelöst. Und mich ohne Macht zurückgelassen. Wenn du uns nicht hergebracht hast, wer dann? Die, die Supermans Herrschaft ein Ende setzen wollen. Die Aufständischen. Helden? Nur einer. Alle Helden, die Superman herausforderten, wurden ausgelöscht. Er hat sie getötet. Jetzt sind nur noch die übrig, die sich ihm angeschlossen haben? Neben ein paar ehemaligen Schurken, deren Loyalität gekauft oder erzwungen wurde. Ich muss meine Kameraden treffen. Superman dreht durch. Sie sind gerade bei den Aufständischen. Sende mich zu ihnen. Wie bist du hierher gekommen? Ares. Nicht unser Ares. Das wissen wir. Darf ich vorstellen, nicht unser Batman. Ich habe mich gefragt, wie ich dich aus Atlantis zurückholen könnte. Kopfschmerzen?
Ich versuche, sie zu vermeiden. Es ist ein Stabilitätsverbesserer, 5U93R. Wie kann eine Pille... Kryptonische Nanotechnologie verbessert die Stärke der Knochen und des Gewebes um mehrere 1000%. Krass. Batman kann dir den Rest erzählen, wenn du mal Probleme beim Einschlafen hast. Er hat das Rezept von Superman. Superman gibt es einen Lakaien. Ja, ich habe eine Menge unserer bösen Zwillinge getroffen. Sie sind nicht bösartig. Die meisten folgen Superman aus Angst. Oder sie denken, dass er recht hat. Sie haben den Durchblick verloren. Du bist also ich. Als einziger übrig. Nein, nicht nur ich. Wie soll ich das... Wieso lebst du überhaupt noch? Er gehört zu mir. Im Gegensatz zu eurem Luther habe ich nie das Gesetz gebrochen. Superman würde niemals glauben, dass sein bester Freund hinter dem Aufstand steckt. Luthors Beteiligung ist ein Geheimnis. Supermans Kritiker verschwinden. Regierungsbeamte, Aktivisten, Journalisten. Da wir nun alle hier sind, sag uns, wieso du uns ausgewählt hast. Und wieso du nicht gefragt hast, bevor du uns hergeholt hast. Wir sind beschäftigt. Die Atombombe? Sie ist nicht explodiert. Dein Transfer hat das irgendwie verhindert. Wieso weißt du das? Wir haben euch einige Zeit beobachtet. Euch vier, um genau zu sein. Ich habe eine Waffe, um Superman auszuschalten. Ein Laser auf Kryptonitbasis, halt. Der... Eine Kryptonitwaffe? Wenn du das machst, bist du nicht besser als er. Ich sagte nicht töten. Es macht ihn kampfunfähig, mehr nicht. Die Waffe ist in der Betthöhle. Ich brauche deine DNS, um sie zu öffnen. Der Kragen funktioniert. Gut. Umerziehung hätte bei ihm keine Wirkung. Und ich soll wirklich nicht bleiben? Kerl, ich weiß, dass du dein Supergehör nicht verloren hast. Ist das okay für dich? Mit uns? Natürlich. Ich will sie nicht ersetzen. Ich dachte nur, dass wir... Ich weiß. Mach weiter. Alles gut. Ich gehe. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass Lantern... unterwegs ist. Mein Supergehör funktioniert wohl noch. Yellow Lantern. Yeah. Hoher Rat. Mir gefällt Dianas neues Aussehen. Wir haben ein Problem. Ich bin Dianas Zwilling begegnet. Und jemanden, der aussah wie Oliver Queen. Und Hal Jordan. Finde sie und alle anderen dort draußen. Ich muss alles wissen.